Ich glaube, dass wir in der Summe einfach nicht zwingend besser waren. Wir hatten gute Phasen im Spiel, da haben wir auch ein paar Möglichkeiten gehabt, nicht so klare Torchancen. Vom Gefühl her hatte einfach Greuther Fürth mehr gefährliche Situationen im Spiel. Wir haben Glück gehabt, dass wir in die Verlängerung kommen. Ich habe dann gehofft, dass wir da einfach dann dieses eine Tor mehr schießen und dass es uns nochmal pusht. Wir haben es probiert, haben alles gegeben, aber in der Summe ist es, glaube ich, verdient. Ja, oft sind solche Spiele im Pokal und ich habe wirklich bis zum Schluss geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen heute. Oli hat uns gut ins Spiel gehalten und ich denke, dass dann waren wir dran ans Tor, aber wir haben ehrlich zu sagen auch nicht viele hundertprozentige Chancen kreiert, obwohl wir oft im letzten Drittel waren und ja, wir haben das versucht, aber ich denke, wir mussten noch mutiger so dort, wo wir schon im letzten Drittel waren, noch konsequenter vielleicht mehr schießen oder sowas, weil wir waren oft da, aber irgendwie, wir haben das nicht gut genutzt. Ja, uns haben dann die klaren Torchancen gefehlt und Greuther Fürth hat sie dann auch gehabt. Also deswegen sage ich, ich finde, wir waren nicht zwingend besser heute und ja, dann musst du halt einfach das auch anerkennen und Greuther Fürth gratulieren, weil ich finde, sie haben es verdient. Ja, besonders nach Ausgleich. Ich finde, dass wir haben das dominiert und gut gespielt. Ich denke, das war die beste Phase auch heute nach Ausgleich so und dann ganze zweite Hälfte. Und das sollten wir nutzen, aber wir haben uns nicht belohnt für diese Phase, obwohl wir das machen mussten und deswegen haben wir auch verloren am Ende. Ja, wir wissen doch grundsätzlich, was wir können. Das haben wir jetzt auch gegen Gladbach gezeigt oder dann auch gegen Leipzig. Aber da müssen wir auch Konstanz reinbringen, dass wir über längere Spielzeit gute Phasen haben oder bessere Phasen wie der Gegner. Und da müssen wir an uns arbeiten. Ja klar, ist bitter, so in Pause zu gehen, weil wir wollten unbedingt weiterkommen, egal wie. Aber trotzdem müssen wir einfach jetzt ein paar Tage mit Familie genießen und dann Akku voll laden und dann wieder zurückkommen, wie zum Beispiel zweite Hälfte gegen Gladbach. Da haben wir ein super Gesicht gezeigt und so sollen wir weiterspielen.